Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen bei Kölner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt Professor Klaus Markstaller. Er ist Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin am AKH Wien und Präsident des Verbandes der Intensivmediziner und Anästhesisten in Österreich. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor, ich würde gerne natürlich starten mit der aktuellen Situation in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen. Wir hatten eine sehr angespannte Situation. Jetzt gehen die Neuinfektionen zurück, nicht so stark, wie wir erhofft haben, aber doch deutlich weniger, als wir in Spitzenzeiten Ende November hatten. Dennoch muss man sagen, gibt es nach wie vor eine sehr hohe Zahl an Intensivpatienten und einen deutlich langsameren Rückgang auf den Intensivstationen. Woran liegt das? Nun, das liegt in der Natur der Sache. Eine Infektion findet statt, ein Mensch infiziert sich, das dauert dann ungefähr 4-5 Tage im Mittel, bis erste Symptome sich zeigen. Wie wir wissen, bei den meisten bleibt es bei sogenannten milden Symptomen, aber bei manchen Patienten in den nächsten Tagen führt es zu schwereren Symptomen, dann zu einer Krankenhausaufnahme, wenn die Symptome zu Hause nicht mehr zu handeln sind, in erster Linie Luftnot, also Sauerstoffpflichtigkeit. Dann ist der Patient auf einer Normalstation üblicherweise, bekommt Sauerstoff. Im ungünstigeren Fall verschlechtert es sich weiter. Jetzt sind wir schon in der zweiten Woche. Und wenn die Sache dann dort auch nicht mit Beatmungsunterstützung zu lösen ist, dann kommt er auf die Intensivstation. Und da ist er dann auch wieder eine ganze Zeit lang, wird dann entweder wieder besser und kann auf die Normalstation oder, und das sind jetzt eben die Fälle, die schwerer sind, die wir hauptsächlich auf den Intensivstationen, wenn Sie so wollen, sammeln, weil die ja dann auch sehr lange liegen. Wie lange bleibt denn ein Corona-Patient im Schnitt auf der Intensivstation? Da gibt es eine hohe Bandbreite, muss man dazu sagen. Also der Durchschnitt ist halt eben nur ein statistischer Durchschnitt, aber der ist durchaus bei 2, eher 3 Wochen. Das ist viel. Das ist mehr als ein durchschnittlicher Intensivpatient. Richtig, da gehen wir eher von 5 bis 7 Tagen aus. Mhm. Ja. Okay, also deutlich länger, fast dreimal so lang eigentlich. Ja. Was sich entspannt hat, wenn man von Entspannung sprechen möchte, ist natürlich unsere große Sorge, dass wir hier in eine wirkliche Dekompensation, also sprich nicht mehr bewältigbare Situationen auf den Intensivstationen kommen. Bei diesen horrend hohen Infektionszahlen, die im November waren, wäre das ja zwangsläufig, wenn die jetzt angehalten hätten oder gar noch weiter gestiegen wären, sicher der Fall gewesen. Das konnte dankenswerterweise abgewendet werden. Und jetzt ist es, wenn Sie so wollen, stabil im Sinne von numerisch stabil, aber halt auf hohem Niveau. Aber diesen Peak, den haben wir überschritten, der uns da vor 2 Wochen allen Angst gemacht hat, dass es wirklich zu einer Überlastung der Intensivstationen kommt, der ist überschritten. Wir sind auf hohem Niveau, aber es sinkt langsam. Ja, also das hoffe ich doch. Ich bin auch kein Hellseher, aber ich gehe doch davon aus, dass wenn die Infektionszahlen jetzt stabil blieben, besser sinken würden, weil sie ja auf relativ hohem Niveau, wenn man ehrlich ist, derzeit stabil sind, so um die 2.000 bis 3.000 pro Tag. Wenn die also noch etwas sinken würden, dann würden wir sicherlich wieder in einen grüneren Bereich kommen. Und war es wirklich so, dass wir vor einigen Wochen an einem Punkt angelangt waren, wo das System vor dem Kollaps gestanden ist? Haben Sie das, Sie haben ja viele Jahre Erfahrung, haben Sie das schon mal so erlebt in dieser Form? Nein, in dieser Form habe ich das nicht erlebt, das muss ich klar sagen. Und ja, ich glaube, die Gefahr war sehr real und das ist regional immer ein bisschen unterschiedlich, aber da gab es Intensivstationen, die außerordentlich belastet waren, die nicht mehr alles bewältigen konnten, was sie hätten sollen oder wollen und dann auch Patienten verlegt haben. Und nochmals, wir sind immer noch auf einem hohen Niveau. Also es gibt viele Intensivstationen, nahezu alle, die wirklich an ihrem Belastungslimit jetzt arbeiten. Sie schaffen es, aber es ist ein Belastungslimit an der Stelle, schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, muss man wirklich allen dort Tätigen sehr danken für ihr inzwischen seit Wochen bis Monate langes Engagement. Jetzt gibt es dieses Horrorwort Triage, das auch immer wieder genannt wurde und da gab es Meldungen, dass es vereinzelte Bundesländer und Spitäler gab, wo es solche Triagen gab, also wo dann wirklich entschieden
worden sein soll, wer darf jetzt intensivmedizinisch weiter behandelt werden und wer nicht. Haben Sie sowas gehört? Gab es das in Österreich? Schauen Sie, das mit der Triage darf man sich ja auch nicht vorstellen. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal auf solche Fragen gesagt, dass das ein strikter Punkt ist, wo die einsetzt. Es ist ja nicht so, dass ein Gesundheitswesen perfekt funktioniert und jetzt kommen die nächsten 5 Patienten und plötzlich bricht es zusammen und sie müssen eine Triage durchführen. Triage kommt ja eigentlich aus der Kriegsmedizin und ist eine ganz harte Entscheidung bei viel zu wenig Ressourcen. Wer wird noch behandelt, wer wird nicht behandelt? Und zwar unter Patienten, die alle behandlungswürdig wären. Also sprich, die wollen und könnten auch behandelt werden und sollten auch behandelt werden. Nur die Ressource, welche auch immer, in dem Fall halt jetzt die Intensivmedizin, ist zu knapp. Diese Art von harte Triage ist sicherlich im größeren Stil und auch im Detail nicht umgesetzt worden. Aber was natürlich passieren kann, ist, wenn der Gürtel immer enger wird, wenn die Ressource immer enger wird, nämlich die Intensivmedizin, dann ist es natürlich schwieriger, einen Patienten auf eine Intensivstation zu transferieren, weil die alle voll sind und sagen, prinzipiell können wir nicht. Und man wird vielleicht stufenweise kritischer werden, was die Prognoseeinschätzung angeht. Also sprich, Sie haben eine 40-jährige, 30-jährige, vorher gesunde Person, dann wird man sagen, unter allen Umständen wird man die auf die Intensivstation nehmen. Aber was ist mit dem 75-Jährigen, 80-Jährigen, der vielleicht keine wirklich schweren Vorerkrankungen hatte, die üblichen vielleicht, etwas an hohem Blutdruck etc., noch einige Jahre vor sich haben könnte, aber aufgrund der Entwicklung seiner Erkrankung, in dem Fall Covid-19, natürlich jetzt nicht so gute Überlebenschancen prinzipiell hat. Da kann es natürlich schon sein, dass man, hätte man jetzt eine entspannte Situation auf der Intensivmedizin in behandeln würde und jetzt sagt, na, momentan haben wir keinen Platz, aber das ist morgen, übermorgen und ja, dann weiß man nicht, ob es schon zu spät ist. Aber das heißt, dass ältere Patienten wirklich momentan die Gefahr haben, dass sie nicht mehr behandelt werden auf Intensivstationen? Momentan nicht. Sie haben mich ja gefragt, in dieser kritischen Phase, wo es einzelne Meldungen gegeben hat, da will ich es nicht ausschließen, dass es nicht an der einen oder anderen Stelle schwierig war. Und eine Triage kann, wie gesagt, so eine Art schleichender Prozess sein. Wir sind sehr froh, dass wir wieder mehr Abstand haben zur Leitplanke, wenn Sie so wollen. Ja. Aber jetzt wird wieder jeder behandelt auf der Intensivstation. Ja, ich gehe davon aus, dass jeder, der eine gute Prognose hatte, auch in dieser Spitzenzeit noch behandelt wurde. Mir wäre auch kein anderer Fall bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte Ihnen nur darstellen, weil Sie mich explizit danach fragen, dass eine Triage nicht etwas ist, was an einem Tag plötzlich einsetzt, sondern ein etwas schleichender Prozess sein kann, bis zu einer harten Triage, wo man wirklich eindeutige Fälle ablehnen muss, das ist sicher nicht passiert. Ja. Jetzt haben wir in Deutschland seit Mittwoch wieder einen harten Lockdown. Also alles zu, Schulen zu, Handel zu, Friseure zu, all das, was bei uns vor 2-3 Wochen zu war. In Österreich wurde der Lockdown gelockert. Finden Sie das richtig? Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, sind wir auf einem sehr ähnlichen Niveau wie Deutschland derzeit. Ja, aber ich glaube, da muss man schon das Gesamtbild immer sehen. Also erstmal, Deutschland ist nicht Österreich. Wir sind in einer anderen Situation. Wir hatten gerade einen Lockdown. Jetzt muss man ja erstmal den Effekt diesen Lockdowns wahrnehmen. Und wir haben eine teilweise andere Strategie. Zum Beispiel die Massentests sind jetzt der nächste Schritt. Das wird ja in Deutschland nicht getan. Also ich glaube nicht, dass man jetzt einen harten Lockdown deshalb fordern sollte, weil er halt jetzt gerade in Deutschland umgesetzt wird oder diskutiert wurde. Befürchten Sie eigentlich einen weiteren Anstieg jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wo ja bekanntermaßen Familien zusammenkommen, sich treffen, teilweise vielleicht auch Freunde sich treffen? Fühlt sich das mit Sorge? Ja, schauen Sie mit Sorge. Das ganze letzte Jahr ist sozusagen so, dass man nicht immer sicher weiß, wie es weitergeht. Wir erleben das alle das erste Mal, so eine Pandemie. Und ich glaube, wer sagt, er könne da alles vorhersagen und ist
ist sozusagen nicht seriös, weil das ja sozusagen eine Entwicklung ist, die wir sehen müssen. Eine Sorge oder Anlass zur Sorge geben das derzeit relativ hohe Niveau der Infektionszahlen. Das heißt, wir können das handeln derzeit. Ein rapider Anstieg wäre jetzt natürlich sehr viel schlechter noch als vorher. Also wenn Sie das im Zeitvergleich sehen, bei der ersten Welle hatten wir einen Anstieg, aber die Infektionszahlen waren viel geringer. In dem Land war praktisch dieses Virus nicht vorhanden. Wir hatten eine ganz andere Vorlaufzeit. Jetzt im November, wenn man das als zweite Welle bezeichnen will, ist ja dieser Anstieg schon viel rapider gegangen, weil das Virus schon eine Grundprävalenz hat. Und jetzt sind wir nochmal auf einem höheren Niveau. Also ein nochmaliger Anstieg wäre sicherlich etwas, das würde uns, wenn der stattfände, Sorge bereiten. Das ist schon richtig. Geht Sie von einer dritten Welle aus? Also ich gehe nicht davon aus und ich hoffe auch nicht, dass sie kommt. Aber ich habe gelernt, nichts auszuschließen in der letzten Zeit. Mhm. Kommen wir vielleicht eh gleich zum nächsten Jahr. Jetzt ist es ja immer so, dass wir im Februar meistens, oft schon Ende Jänner, dann auch die Grippewelle haben, die da jetzt noch on top dazukommen würde. Was bedeutet das dann für die Spitäler, für die Intensivmedizin? Nun, ob Grippewelle oder etwas anderes, jegliche Zunahme von Intensivpatienten würde die Situation natürlich wieder verschärfen, das ist ja klar. Allerdings gehen wir doch sehr davon aus, dass die Grippewelle dieses Jahr sehr viel milder, vielleicht sogar gar nicht als Welle zu spüren ist. Aufgrund der Maßnahmen, die, aufgrund der Maßnahmen, die ja gegen beide Viren gleichzeitig wirken. Mhm. Und die gute Nachricht vielleicht noch zum Abschluss, es gibt eine Impfung. Ja. Es soll Ende Dezember, spätestens Anfang Jänner, mit dem Impfen auch in Österreich begonnen werden. Ist das Ihrer Meinung nach der große Gamechanger, diese Impfung? Im Grunde ja. Im Grunde ja. Wir brauchen eine medizinische Lösung, das haben wir immer gesagt. Jetzt ist eine in Greifweite. Alles, was man seriös über diese Impfung recherchieren kann, spricht sehr dafür, dass es eine sichere und gute Methode ist, zumindest alle schweren Erkrankungen zu verhindern. Das wäre noch die vorsichtige Formulierung. Idealerweise sogar die Infektion von Mensch zu Mensch. Und natürlich wäre das ein Gamechanger. Ja. Werden Sie sich impfen lassen? Da können Sie sicher sein. Okay. Und wann schätzen Sie denn, wann wird dann dieser Effekt spürbar werden? Weil am Anfang beginnt es ja mal mit einer sehr kleinen Zahl. Wir werden 250.000 Impfdosen haben, das heißt 125.000 Menschen, die sich am Anfang mal impfen lassen können. Wann rechnen Sie denn damit, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung so geimpft sein wird, dass es dann eben auch zu einer Eindämmung des Virus kommt? Ja, also es kommt jetzt noch an, auf welche Effekte man zielt. Die erste Sache, die ich mir von der Impfung verspreche, ist, dass wir aus dieser kritischen Versorgungslage in der Intensivmedizin herauskommen. Nochmal, wir können derzeit alles versorgen, und zwar nicht nur Covid-19. Ich will ganz deutlich sagen, es werden auch alle anderen Patienten versorgt und es sollten sich auch bitte alle versorgen lassen, die eine Erkrankung haben, damit es nicht zu negativen Auswirkungen bei anderen Krankheiten kommt. Also das geht jetzt, aber es ist wirklich eine angespannte Situation. Da werden wir, denke ich, relativ schnell wegkommen, weil man ja logischerweise die Risikogruppen zuerst impfen wird. Bis dann wirklich sich das gesamte Leben ändert, also auch bei den, wenn Sie wollen, Nicht-Risikogruppen, das wird sicherlich das nächste Jahr in Anspruch nehmen, gehe ich mal davon aus. Ich bin jetzt nicht in die Logistik der Verimpfung involviert, aber von allem, was man hört, gehe ich mal davon aus, dass das Monate brauchen wird und bis dann der Effekt da ist, schauen wir sicher aufs nächste Jahr. Aber gehen Sie als Mediziner davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres, logischerweise nicht ganz am Anfang, aber Richtung Sommer, Herbst, wieder unter Anführungszeichen normal leben können? Oh, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass hier eine Dynamik einsetzen wird. Schauen Sie, jeder wünscht sich dieses Leben wieder zurück. Also die Motivationslage, glaube ich, ist hoch. Die Möglichkeit ist dann gegeben. Also warum nicht? Und ganz zum Schluss noch, die Impfung ist das eine, aber was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist ein Medikament zur Behandlung von Covid-19. Wie sieht es denn da Ihrer Meinung nach aus? Gibt es da Fortschritte? Es gibt Fortschritte
in den Überlebensraten von Intensivpatienten, weil Intensivmedizin auf ganz viele verschiedene Arten natürlich wirksam wird und es wird an allen Rädchen, so können Sie sich das vorstellen, gedreht. Also man wird überall immer ein bisschen besser, ob das im Management der Blutgerinnung ist, in der Beatmung, in allem. Ja? So wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Ein echter Gamechanger, wie Sie das genannt haben, also sprich ein Medikament, was kausal dieses Virus bekämpft, ein Virustatikum oder ähnliches, da wäre mir jetzt noch keins bekannt, was in einer Phase wäre, dass wir sagen, in einer Phase der Testung, dass wir sagen, das ist in kürzerer Zeit, also Monaten zu erwarten. Mhm. Herr Professor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück, dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live.